Jetzt stelle ich euch mal einen Sprinter vor, der ist so stealthig, das heißt, man kann also so frei stehen und keiner merkt, dass man darin campt, ja. Du bist der? Adrian, hi. Grüß dich, Adrian. Es ist kalt, wir sind in Fehmarn, das sieht man hier vorne, sogar in Fehmarnburg, da vorne ist der Bahnhof, aber die Strecke ist zurzeit stillgelegt, wo du bist. Wir sind bei Monster Van und das ist jetzt ein Handwerkerauto. Das ist wirklich ein Handwerkerauto, das zur Übernachtung auch geeignet ist, mit dem man Werkzeuge transportieren kann. Damit kann man auf Einsätze fahren. Das hat alles das, was man braucht, um ein Handwerkerauto zu sein. Um zum Beispiel im Winter es auch mal warm zu haben. Das heißt, du machst eine Pause, willst dich mal aufwärmen und so weiter, aber du kannst drin schlafen, da ist eine Küche mit drin. Es ist ein richtiger Camper, aber speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern. Genau, richtig. Also wie du schon sagtest, ne, von außen ganz unauffällig. Man kann ganz unauffällig. Ganz unauffällig, ja. Also es ist eigentlich nichts dran verändert worden von außen. Und nur mit dem geschulten Auge erkennt man es vielleicht an dem einen oder anderen Detail. Aber genau, es ist halt dafür da, dass man auch mal auf der Baustelle oder auf dem Rastplatz dann sich mal unauffällig niederlassen kann. So, der hat jetzt Front-Heckantrieb? Das ist ein Fronttriebler. Ja, ein Fronttriebler. Das Schöne ist, dass man mittlerweile diese Fahrzeuge auch locker durchkriegt beim Finanzamt, wenn man das abspricht, Fahrtenbuch führt, genau. Die paar Privatfahrten, die man macht, dann auch noch notiert. Das geht. Das Spannende bei dem Auto ist, du hast auf alles geachtet, auf ganz viele Details, damit es eben nicht direkt aussieht, als wäre es ein Camper. Klar, wenn du jetzt hier die Backen siehst, die hinten drauf sind, das sind die Verbreiterungen, dass der Querschläfer auch Platz nimmt. Da wird es man sehen, man wird es auch hier an dem Fenster sehen, aber nur auf den zweiten Blick, weil es sieht aus wie das Originalfenster. Genau, sieht aus wie das Originalfenster, ist auch eine Echtglasscheibe drin, ist aber von einem Zulieferanten. So, und hier unten ist der Stromanschluss, wir haben ihn extra mal angeschlossen, dass man das sieht. Ein DEFA-Stecker, der ist Krankenwagen, Feuerwehren. Genau, da setzen die großen Einsatzkräfte drauf, weil er halt sehr zuverlässig funktioniert und klein und robust ist. Und er fällt halt nicht auf und deswegen verwenden wir ihn halt auch. So, das wollen wir zeigen. Das ist jetzt eine, ich sag mal, relativ günstige Variante, muss man sagen, die aber voll wintertauglich ist. Genau, das wäre jetzt so die absolute Einstiegsklasse und hat aber vom Komfort, gerade durch die Heizung und durch den Max-Fan, keine Einbüße. So, eine Heizung, Eberspächer ist mit drin. Du hast warmes Wasser auch? Warmes Wasser ist auch drin, 10 Liter Warmwassertank mit zwei Heizkartuschen, sodass man die so eine halbe Stunde warm kriegt. Wasser hast du richtig viel an Bord. Das Wie viel? Sind, 70 Liter Wasser und 40 Liter Abwasser. So, und das sind die Backen, da sieht man es. Also du musst schon sehr geschult sein. Ich glaube, so beim 0815 hingucken, von hinten schon mal gar nicht, oder? Genau, von hinten schon mal gar nicht. Vor allen Dingen ist es sogar nur ein 214. Ist eigentlich überhaupt nicht das typische Camperfahrzeug. Und wenn man den jetzt so an die Wand stellt oder auf dem Parkplatz, dass die dicke Backe nach hinten schaut oder nicht direkt sichtlich ist, dann fällt es fast nicht mehr auf. So, wir werden es gleich mal von innen beschauen. Von innen sieht es ganz anders aus. Du hast viel investiert, damit das Fahrzeug so ist, als wäre es vom Mercedes-Benz quasi als Handwerkerauto direkt ab Werk erhältlich. Genau. Ist es nicht. Nein. Du bist aber, ich zeig's mal gerade, du hast eine Jacke von Mercedes-Benz. Was hast du für eine Beziehung zu Mercedes? Genau, wir sind offiziell autorisierter Mercedes-Benz-Aufbauhersteller und bauen nach deren Richtlinien und mit deren Segen diese Fahrzeuge. Ja, das führst du auch durch bis zum Exzess. Musst du, denn das steht ja auch drin, einige nehmen es nicht so genau, muss man sagen. Du nimmst es extrem genau. Das heißt also. Ich finde, in den Aufbauherstellerrichtlinien, das, was da drin steht, hat ja alles Hand und Fuß und seine Berechtigung. Und selbst wenn es da nicht drin stehen würde, setzen wir selber aber die Messlatte so hoch, dass wir sowieso in diesen Rahmen bleiben und halt auch die bestmögliche Qualität gewährleisten können. Du hast im nächsten Jahr 23 ganz viele Bauplätze vorgeordert, arbeitest ganz anders. Also du kommst quasi aus dem Bereich, ich sag mal, Maschinenbau. Für dich muss alles so, ich sag mal, so robust sein, als wäre es eine Maschine. Genau, richtig. Also es ist ja im Endeffekt eine Maschine, so ein Auto. Ne? Nur ist die Messlatte im Maschinenbau eine andere. Da geht es halt auf Langlebigkeit, auf Robustheit, auf, ja, dass es wirklich Hand und Fuß hat. Und ich versuche halt den Maschinenbau und die Mechatronik in dieses Fahrzeug zu implementieren, dass es dann ein stimmiges Gesamtkonzept gibt. Ja, wir gehen gleich mal hoch, da gucken wir uns das ganze Fahrzeug. Ist bei dir im CAD-System mit drin? Ja. Wir können mal öffnen, da ist eine Originalkupplung mit dran.
alles, wenn möglich, bei dir immer original. Genau, richtig. Aber da muss ich dich korrigieren. Die Kupplung ist nachgerüstet worden, aber sie entspricht dem Original. Das sieht nämlich genauso aus wie eine andere. Genau. Sie entspricht dem Original. Das heißt, also hier ist auch direkt mit dem Rahmen alles verbunden. Was, ja, natürlich. Der kann unglaublich viel ziehen, oder? Genau. Also es ist zwar jetzt nur ein 214er, aber die Kupplung, die verbaut ist, die könnte mehr, als der Wagen kann. Sehr schön. Mach mal auf. Das wollen wir sehen. Und jetzt wird uns gleich das Licht ausgehen. Das hier ist Typ Nummer 2. Auch hier hast du alles auseinandergebaut. Das heißt, alles ist hier gedämmt. Genau, auch hinter der originalen Holzverkleidung ist das Fahrzeug gedämmt. Überall, wo wir rankommen, ist es natürlich gedämmt. Aber hier war auch wieder der Fokus des Kunden, das preisgünstig zu halten und solche zusätzlichen Verkleidungen und Filzarbeiten halt nicht durchzuführen. Die braucht man nicht, die kann man machen, das sieht man hier. Also das ist zum Beispiel hier Filzung, die du machst, aber gerade hinten sagst du, das sieht in Verbindung mit dem Holz sogar ganz schick aus. Wenn es dann geschlossen ist, kann man es gleich mal angucken. Project Camper, die Firma schlechthin, muss man sagen. Also ja, sowas selber zu machen, macht gar keinen Sinn, ne? Nee, macht keinen Sinn und wir profitieren beide voneinander, weil Project Camper nun mal sich sehr breit aufgestellt hat und deswegen leider keine Cut-Dateien von Herstellern bekommt, aber ich kann den Maßzeichnungen parat stellen. Das heißt, wir können diese Abdeckungen für unsere Fahrzeuge nochmal separat, perfekt, passend bei denen fertigen lassen und ja, dafür beliefern sie uns und genau, wenn du mir mal kurz zeigst, wie das funktioniert. Da sind drin jetzt Magnete, das dauert Sekunden. Genau, das ist einfach eine Matte, völlig unscheinbar, total hochwertig verarbeitet. Und im Randbereich befinden sich viele kleine Neodym-Magnete, die halt besonders stark sind. Und dadurch, dass die Karosserie ja nun mal aus Metall ist, ist das ansetzen und fertig. Oh, so, die isoliert. Das gibt es auf Wunsch auch noch dicker? Das gibt es auf Wunsch sicherlich auch noch dicker, genau, in allen möglichen Farben. Mhm. So, es kann auch nicht tropfen, weil dahinter ja nichts ist. Es kann nichts kondensieren. Das ist so dicht, was dran ist. Eine tolle Lösung für dich? Auf jeden Fall. Und wenn sich irgendwo ein Kondensat bildet, kann man es mit dem Max-Fan ganz gut lüften, das Auto. Oder man stellt halt mal die Türen auf. Oder man trocknet es halt einfach ab. Das ist hier also pragmatisch. Luftfederung hat der Kunde selber eingebaut? Genau, der Kunde ist selber fahrzeugaffin und hat die sich selber eingebaut. Das heißt, der kann sich den wieder auf seinen Ursprung. Ist sogar Meister, muss man sagen, ja, im Fahrzeugbau. Genau. Also das kann er. So, der Arbeitsscheinwerfer, der ist sensationell. Habe ich noch nie gesehen hinten, aber der ist drehbar. Du kannst ihn nach innen, nach außen machen, sodass du immer, genau, Licht hast. Also der ist in alle Richtungen frei drehbar, sodass man halt vernünftig Licht hat, auch im Laderaum und halt auch für draußen. Und klar, im Hellen wirkt es nicht so, aber wenn es halt dunkel ist, man macht es mächtig hell. Ja, das ist Wahnsinn. Den kann man auch, also wenn man den jetzt echt eine Stunde anlässt, wird der, man merkt, dass der so eine Leistung hat, dass er auch so warm wird. Ach so, das heißt, man kann mit heizen. Ja, genau, man könnte auch mit heizen, ja. So, dann hast du hier einen externen Solaranschluss. Das heißt, hier kannst du eine Solarzelle anmachen, da ist ein Laderegler mit drin. Genau. Das Spannende dabei ist, du kannst die Solarzelle dahin legen, wo auch die Sonne scheint. Genau, richtig. Also wenn man mal das Fahrzeug unter einem schattigen Baum parken möchte, um nicht in der direkten Sonneneinstrahlung zu stehen, wäre es natürlich für die Solaranlage auf dem Dach kontraproduktiv. Aber so kann man sich dann die Solarzelle hinlegen, wohin man möchte. Und Preis-Leistungs-Verhältnis, die Sachen sind alle so im Verhältnis, ich sag mal, zur Aufbauqualität noch sehr, sehr preiswert. Bedeutet, du hast einen Innenausbau gemacht, der klappert 100% nicht. Nein, der klappert nicht. Der kann nicht klappern. Der kann nicht klappern. Der kann konstruktionsbedingt nicht klappern. So, und das ist ganz wichtig. Also das ist so, PKW-Feeling, du fährst eine Rüttelstrecke, er klappert nicht. Genau, richtig. Also wir haben ja hier auf Fehmarn die eine oder andere Kopfsteinstrecke. Oh ja. Und das sind auch unsere Teststrecken. Also wir fahren jedes Fahrzeug mehrmals drüber und hören genau hin. Und wenn wir da das Gefühl haben, dass es irgendwo klappert, dann bessern wir natürlich nach. Aber das sind meistens nur Einstellarbeiten. Aber von der Konstruktion ist die so ineinander verschachtelt, dass da nichts klappern kann. Du verwendest auch normales Holz, also kein Leichtbau, kein Pappel oder sowas. Sondern? Genau, das ist eine Birke Multiplex, 9 mm stark. Hier jetzt im rohen und an der Seite sieht man sie mit der beidseitigen HPL-Beschichtung. Auch da machen wir keine Kompromisse. Wir haben die Beschichtung immer in hoher Güte auf beiden Seiten aufgebracht. Und oben ist sie jetzt bei dem Bett absichtlich nicht vorhanden, damit das Bett halt einfach ein bisschen besser atmen kann. Ne? Dass wir auch noch die Möglichkeit haben, Luftfeuchtigkeit aufzunehmen. Und das Raumklima angenehmer zu gestalten. Das Ganze ist enorm leicht. Das ganze Fahrzeug als Allrad hat immer noch 500 Kilo. Der hat noch mehr, oder? Der hat, wir hatten ihn auf der Waage, wir waren auch wieder erstaunt, aber der hat auch noch seine 400 Kilo, meine 500 Kilo Zuladung. Der hat halt ab Werk nicht allzu viel Zuladung wie der 3,5 Tonner. Ist ja ungefähr dasselbe Fahrzeug, nur dass er halt nur auf maximal 3 Tonnen belastbar ist. 3 Tonnen? Genau.
Ja. Auflassen geht nicht bei dem, oder? Nein, geht leider bei dem nicht. Bitte mal öffnen, dass wir das mal sehen. Ja. Denn du hast viel Technik verbaut, die man nicht sieht. Genau. Das Coole ist, immer perfekt gebaut und auch immer Technik, die kein Mensch einbaut außer dir. So ungefähr, zum Beispiel hier der Boiler, Elektroboiler mit 200 Watt. Da sind jetzt 400 schon drin? Da sind schon 400 Watt drin. Der hat zwei Heizstäbe auf nach unseren Anforderungen bekommen. Genau, dass wir die Heizzeit des Wassers ein bisschen reduzieren können. So, Druckwasserpumpe mit drin, Ausgleichsbehälter auf Wunsch, hat der Kunde? Machen wir immer mit rein. Macht er auch mit rein. Hat er auch drin. Ja, dahinter ist er. So. Ja. Das heißt, die pumpt nicht die ganze Zeit hin und her. Dann hast du auch hier hinten jetzt ein Thermostat drin, oder wie ist das geregelt? Genau, wir haben hier so einen Einhandmischer drin in dem Fall und eine Schnellkupplung, an die man dann die Duscharmatur installieren kann und dann kann man den Hebel öffnen, dann strömt das Wasser. Du sagst, es dauert ca. eine Stunde, dann ist das schön heiß, das Wasser. In der Standardausstattung. In der Standard und jetzt eine halbe. Und jetzt eine halbe, ja. Halbe Stunde, so, und dann sieht man das, also die 200 Watt brauchen auch nur in der Heizphase. Dann hast du 150 Ampere oder 200 Ampere, was hast du drin, Lithium? Hier sind jetzt 200 Ampere Lithium drin. So, nebenan sind die Tanks oder der eine Tank. Genau. Tankvolumen 100 Liter, 70, 50, was hast du? Nee, der hat jetzt 70 Liter, meine ich. 70 Liter. Aber auch da wäre Kundenwunsch, wenn er sagt, hier unten den Stauraum brauche ich nicht. Genau. Dann ging auch mehr, oder? Ja, natürlich. Das ist überhaupt kein Problem. So, hier ist der Stauraum mit drin. Dann der Boden, Armaflex, soweit das Auge sieht. Oder? Genau, unten drunter vollflächig mit Armaflex, gedämmt der Boden, 19 mm. Und dann kommt eine Siebdruckplatte drauf und am Ende eine Deckschicht. So, und das Ganze ist Ebersbecher beheizt. Wir waren eben drin, der Boden ist fußwarm, ist ganz witzig. Das Armaflex ordentlich verarbeitet. Was ist hier drunter eigentlich? Das ist eigentlich nur Stauraum bei dem Kunden jetzt. Beziehungsweise da gibt es eine ganz schmale Zwischenwand, hinter der sich die gesamte Bordelektrik verbirgt. So, und da sind auch die dicken Schrauben, habe ich schon gelernt. Genau. Alles, was erhaben ist, etwas über, darf der Kunde selber abschrauben. Da kommt er direkt an die Technik ran. Genau, vollkommen richtig. Also wenn er die Platten abschraubt, da ist der Laderegler, Ladebooster, die Netzvorrangschaltung, alles Mögliche hinter verbaut. So, auch hier ist ein Klo mit drin, das können wir gleich mal zeigen. Wir werden auch gleich mal einen 7 Meter zeigen mit Dusche und Toilette. Und du bist dran, einen 6 Meter zu machen mit Dusche. Denn das wird kommen in Kürze. Also wenn einer 6 Meter mit Dusche gerne hätte, hier ist eine Außendusche dran, dann ist das kein Problem, weil viele Leute wollen ja auch im Auto duschen. Also ruhig melden. Lichttechnik werden wir gleich mal von innen gucken. Wir haben draußen minus 2 Grad. Deswegen drängt es mich gerade nach drin, wenn ich ehrlich bin. Ja, und dich auch. Ja. Mach mal zu und mach mal bitte hinten die ab. Die die Scheiben ab. Genau. Camper Project. Project Camper, so. Die machen wir mal ab, machen die mal eins zu eins lang. Ist okay. Es geht nur mal, dass ich mal sehen kann. Man sieht nämlich jetzt von außen nach innen nicht mehr rein. Genau. Das ist so, das Camper Project ist auch so blickdicht, muss man sagen, dass du nicht reingucken kannst. Genau, also die schließen so schön mit der Fahrzeugkontur ab, dass da kein Licht mehr durchkommt. Vorne, hinten, überall sind auch schwarz, sodass keiner direkt drauf kommt, da schläft einer drin. Also Silber oder so gibt es ja nicht. Dann hast du einen Vitrifrigo hier diesmal eingebaut. Der lässt sich komplett öffnen? Genau, der lässt sich komplett öffnen. Wir haben den so eingelassen in die Wand oder in den Küchenschrank, dass die Tür halt maximal weit aufschwenken kann. So, ich zeig mal gerade, da ist drin Astra. Nordische Astra Bier, genau. So, Kloster Ebersbach. Ach, das ist wahrscheinlich ein medizinischer Wein. Ich guck mal gerade und drin. Also das ist, der Vitrifrigo ist nicht gerade der billigste, aber ein guter Kühlschrank, oder? Er ist gut, genau. Und was bei der Marke uns besonders gut gefällt, sind halt die Maße. Also wir haben halt super schmale Einbaumaße und können dementsprechend den Durchgang im Fahrzeug so breit lassen. Es wird auch nicht so viel verschwendet für Anzeigetechnik, Elektronik, die ist drin, gell? Genau, das ist alles drin. Das ist aufs Minimum bei dem Modell jetzt reduziert und er macht halt einfach seinen Job und er macht da vernünftig. So, ich zeig mal gerade, das hier sind alles Möglichkeiten, das Auto nochmal zu servitieren. Du kommst an alles ran. Ja. Du hast also wirklich alles verschraubt, alles gemacht, genau, damit ihr später bei Erweiterungen das nochmal öffnen könnt, gell? Ja, ja. So, ich zeig mal gerade, das HPL ist beschichtet hier. Das hat sich der Kunde selber ausgewählt und was total spannend ist in dem Fall, ich zeig's mal gerade hinten, was man hier sieht, ist die Möglichkeit. Ich guck mal gerade. Es hat nämlich gerappelt. So, bitte mal Tür schließen. Was bei den Temperaturen auch ganz nett ist. Ja. Oh, danke. Einfach mal mit Schwung. Die hat sich etwas Schwung. So, die gute alte Sprintertür. Die Heizung kommt so langsam, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Läuft noch. Da ist sie, eine Ebersbecher mit drin. Pumpe, Wasserpumpe. Guck mal auf die App, was gerade reingeht. Guck mal gerade.
Genau, also auf der Leintron-App kann man es ja ganz schön sehen. Sie ist noch relativ kalt, die Zelle. Genau, wir haben jetzt, es geht sogar was raus. 3,12 Ampere sind noch vorhanden, die Batterie ist ziemlich leer. So, wenn jetzt mal richtig schön heizen, damit das Fahrzeug heiß wird. Und spannend hierbei ist eigentlich der ganze Aufbau. Machen wir das Licht bitte an, ein kleines bisschen. Dass wir das mal sehen. So ein bisschen runterdimmen. Ja, kannst du ruhig machen. Lichttechnik habt ihr so verbaut, dass man die Lichtfarbe und die Helligkeit ändern kann? Genau, richtig. Also durch einen langen Tastendruck im eingeschalteten Zustand kann man die Lichtintensität, also die Helligkeit, regulieren. Und im ausgeschalteten Zustand kann man die Lichtfarbe ändern. Wir sind jetzt bei einem ganz warmen Warmweiß. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal im ausgeschalteten Zustand lange drauf drücke, dann wird es halt von warm auf kalt. Und hier sieht man ganz gut den Unterschied zwischen vorne und hinten. Ich glaube, dass das auf der Kamera gut rüberkommt. Also hinten ist warm, vorne ist kalt. Nee, genau. Geht nicht, weil die Kamera es immer anpasst. Ah, okay. Für die ist immer weiß auch gleich. Ja. Aber das ist kein Problem. So, die Schränke, auch die haben wir schon kennengelernt. Die sind nach einem ganz speziellen Verfahren mit dem Fahrzeug verbunden. So wie der Aufsteller, Hersteller von dem Fahrzeug das vorschreibt, du hast das Handbuch gelesen, sind diese Aluprofile fest verbunden mit dem Fahrzeug. Genau, die Aluprofile sind an den Punkten mit dem Fahrzeug verbunden, an dem Mercedes auch die Zurschienen installieren würde, wenn es jetzt ein reiner Transporter ist. Das sind die Punkte, wo halt auch die Kräfte aufgenommen werden können. Und auch nur an diesen Punkten befestigen wir den Ausbau. Ne? Das heißt, Decke, Möbel, alles ist irgendwo an diesen Punkten fixiert und wir gehen nirgendwo anders eigentlich ins Blech rein. Dass es da jetzt mal tropft, es war noch nie der Fall, oder? Nee. Gut, das heißt, die Kältebrücke ist nicht so ausgeprägt, dass das über das Alu übertragen wird, oder? Nee, das hatten wir noch nicht, das Problem. Okay, so auch das habt ihr probiert. Das ganze Fahrzeug ist komplett als CNC-Modell oder CAD-Modell bei dir im Rechner drin. Genau. Und du hast Induktionskochfeld mit drin, dann hast du hier eine Spüle mit drin. Das ist aber Kundenwunsch, wie der Kunde es möchte. Genau. Große Spüle mit einem ganz speziellen Wasserhahn. Genau, richtig. Also hier auch eine Spüle diesmal mit einer Klappfunktion nach hinten. Und der Wasserhahn hält dann die Klappe oben. Und das ist wieder der Wasserhahn, der extra für den Camper entwickelt worden ist, aus Edelstahl gefertigt, mit Warm- und Kaltwasserfunktion. Schön wegschwenkbar und vor allem hochwertig. So, und das Ganze hier ist auch mit der CNC-Fräse nochmal gelocht. Das hat aber nicht nur den Effekt, sage ich jetzt mal, dass das leicht wird, sondern sieht auch noch gut aus. Genau, also das ist das. Der Effekt soll natürlich nicht nur sein, die Gewichtsersparnis, sondern auch so eine optische Trennung zwischen Bett und Küche. Und bei dem wollten wir jetzt keine geschlossene Wand haben, sondern es einfach luftig halten und haben es dann halt so gefräst. So, das sind die Airline-Schienen, die sind verschraubt mit dem Fahrzeug. Und auch hier sieht man also, warum es nicht klappern kann. Ja. Es ist alles ganz steif und starr. Genau, also wir haben auch da, das sind in dem Fall die originalen Airline-Schienen sogar vom Hersteller noch. Und da haben wir die genutzt, um die Schränke zu befestigen und da löst sich nichts mehr ab. So, du kannst das Fahrzeug auch rückbauen. Das geht theoretisch auch? Das geht auch, ja. So, das heißt, du kannst also, wenn es mal zum schweren Unfall kommt, den Innenausbau nochmal demontieren? Genau, also bis auf ganz wenige Dinge, die absolut fest verbunden sind, wie zum Beispiel das Filz und sowas, ne, kann der Wagen eigentlich komplett rückgebaut werden. So, und das ist jetzt ein Querschläfer. Wir sehen gleich einen Längsschläfer. Querschläfer hat natürlich den riesen Vorteil, dass du viel mehr Platz hast. Längsschläfer ging nicht, oder? Vom Grundriss wird schwierig. Ist möglich, aber dann muss man halt auf die Küche zum Teil verzichten. Die würde nochmal stark eingekürzt werden, beziehungsweise hier den Bereich, wo die Toilette eingebaut ist. Ne? Dann muss man da halt einen Kompromiss finden, aber auch das wäre theoretisch möglich. So, Kleiderschrank. Genau. Dahinter habe ich schon gelernt, ist die Batterie. Genau, hier haben wir jetzt erstmal oben den Kleiderschrank. Der ist jetzt über die volle Höhe bei dem Fahrzeug. Ne? Und im unteren Bereich, wo der Hauptschalter sich befindet, da befindet sich auch die Lithiumzelle. Mhm. So, Boxio ist drin. Auch hier hast du dein großes Fach für dein ganzes Utensil, Material und so weiter. Alles ist auch so, du hast hier einen Revisionsschacht, der ist hier drunter. Mhm. Da kommt man auch nochmal ran. Da sind alle Kabel laufen da zusammen und alle genau, Wasserleitungen. Genau, richtig. Also man kommt bei uns an jede Strippe, an jedes Kabel im Nachgang nochmal dran, wenn man es irgendwie erweitern möchte oder irgendwas defekt ist oder was auch immer. Also es ist nicht so verbaut, dass man da nicht mehr drankommt. So, bitte mal schließen. Ich verweise übrigens auf das Video von dem Fahrzeug Nummer 1, da haben wir alles nochmal im Detail nochmal genau erklärt. Unter anderem, warum du diese neuen Druckverschlüsse verwendet hast, die eigentlich
bei einer Industrie verwendet werden, wo gar nichts schief gehen darf. Das heißt, die ganz großen Rigger von Bands wie AC/DC verwenden die in ihren Flight Cases. Genau. Und das ist Zeug, das muss einfach funktionieren. Es baut überhaupt nicht auf, oder? Genau, es ist super, super flach und es ist eindeutig zu erkennen, ob der Schrank verschlossen ist, weil wenn er halt nicht verschlossen ist, steht er hervor. Und wenn man ihn zuzieht oder zu verschließt, dann zieht sich die Klappe nochmal an, sodass auch da nichts mehr klappern kann. Oh, bitte mal das Klo mal zeigen. Auch das hat zwei Verschlüsse, müsste es ja nicht haben, aber es soll ja auch überhaupt nicht klappern. Genau, sicher, sicher. Ja, zu ist zu. Da sieht man, da ist eine Dichtung mit drauf, Boxio. Die ist sehr preiswert und sehr gut, oder? Die ist sehr, sehr preiswert und da geht es uns darum, also an und für sich kann in so einer Toilette ja nichts kaputt gehen, aber geschweige des Falls, dass es doch mal was ist, dann ist sie halt relativ leicht und schnell ersetzbar und ja, man ist nicht an ein Modell oder so gebunden, weil es irgendwie im Fahrzeug fest integriert ist, sondern man hat halt Spielraum. So, auch das kannst du anpassen, wir nehmen jetzt eine Trenntoilette, Komposttoilette, es ging sogar eine Kassettentoilette. Genau. Also das wäre kein Problem, aber die würde ja viel Platz wegnehmen. Funktionsweise hier von der Toilette, wie geht das? Ist hinten eine Tüte? Oder? Genau, hinten kommt eine Tüte rein und ein Streumittel, womit man halt dann die Feststoffe bindet und denen die Feuchtigkeit entzieht. Dadurch hast du dann halt die Gerüche beseitigt und vorne ist ein Behältnis drin für die flüssigen Stoffe und den sollte man halt regelmäßig tauschen, aber geruchstechnisch ist das eigentlich völlig unbedenkbar. Ich rieche hier gar nichts und die war ja im Betrieb. Die war schon im Betrieb, genau, und hier ist auch mal eine umlaufende Dichtung nochmal eingefasst ins Holz, sodass, wenn die geschlossen ist, dass dieser Kunststoff, dieses Kunststoffgefäß wirklich dicht ist. Also da könnte man sogar noch einen Sog einbauen, aber das brauchen wir nicht, oder? Nee, also überhaupt nicht, da merkst du nichts. Es kann auch nicht daneben laufen, also das ist alles nochmal so eingefasst, dass es nicht passieren kann und selbst wenn, ihr habt da Vorkehrungen getroffen, dann ist das Klopapier linke Seite, zeig mal. Genau, ja, auf der linken Seite. Ja, wenn es mal gerade öfters... Achso, Entschuldigung. Ist einfach so. Ja, sorry, du musst da noch was arbeiten. Ja, das Ganze, du hast einen tollen Beruf gelernt. Du bist Mechatroniker für Industrieanlagen. Genau. Und wie kam das? Bist du irgendwie mit 12 mal aufgewacht und hast gesagt, hier, ich baue jetzt Industrieanlagen? Oder? Ja, man hat natürlich so aus der Kindheit dieses Bastler-Gen, ne, und alles möglich mal auseinandergeschraubt und auch im Modellbau sich mal probiert und solche Geschichten. Ne? Und, Flugzeuge, was hast du gebaut? Nee, Schiffe, hauptsächlich Schiffe, ja. Und dieses Interesse bleibt natürlich übers Leben bestehen und irgendwann steht man vor der Berufswahl und da hat mir damals der Beruf am meisten zugesagt und dementsprechend habe ich auch diese Berufswahl dann getroffen. Und kann ich auch nur jedem empfehlen. Also es ist so umfangreich, also gerade der Mechatroniker im Maschinenbau und damit kann man eine Menge machen, zum Beispiel sowas. Fahrzeuge bauen, die nicht klappern, das ist ja ein Wunsch. Mach mal bitte auf so einen Schrank. Du bist hier in einem der breitesten Durchgänge für Sprinter der Welt. Du hast es also geschafft, in einem Sprinter eine Durchgangsbreite zu schaffen, die so sensationell ist. Wir werden gleich ein 7-Meter-Auto zeigen, da ist es noch größer. Ist noch größer, ja. Ja, noch größer. Du hast einen Längsschläfer gebaut, ja. Mit extra Toilette, mit extra Dusche, mit allem drum und dran. Dann wolltest du ihn gar nicht verkaufen, hast du mir erzählt, du hast ihn trotzdem verkauft. Genau, also der war eigentlich mal auch für unsere Zwecke gedacht, um ihn mal vorzuführen, auch für sowas und für Messebesuche, aber der ging so schnell weg, da war die Anfrage oder die Nachfrage so groß, dass wir uns von dem getrennt haben, beziehungsweise er ist jetzt in den letzten Zügen und wird dann uns verlassen. Aber nächste Woche kommt dasselbe Fahrzeug nochmal. Also wir kriegen den nächsten Sprinter geliefert und wir haben ja auch für 23 genug Bauplätze, dass dieses Fahrzeug hoffentlich sicherlich mal eins davon bei uns bleiben darf. So, wir werden jetzt gleich mal Folgendes machen. Du wirst gleich die Kennzeichen montieren, ohne dass ich das sehe, welche es sind. Hm. Und wir fahren mit dem Auto mal durch die Innenstadt von Fehmarnburg, denn da ist ein Kopfsteinpflaster und dann werden wir das mal ausprobieren. Ich will es wissen, ja. Es wird nicht klappern, ne? Ich hoffe nicht. Nein, es wird nicht klappern, natürlich nicht. So, denn ich werde mitfahren und werde das Ganze nämlich kontrollieren. Kommen wir nochmal ein auf das Thema Sitze. Das ist, wie der Kunde will. Hier sind Originalsitze drin. Genau, richtig. Also dieses Fahrzeug wurde uns vom Kunden gestellt und er hat halt den Wunsch, dass das ein Werkstattwagen bleibt. Wird dieses Fahrzeug halt nie mit mehr als zwei Personen nutzen und
wollte halt vorne die Sitzbank raus haben, dass man halt auch durchgehen kann, also logisch. Also die beiden vorne sind eingetragen, hinten die Sitze darf man nicht während der Fahrt benutzen, genau, korrekt? Genau, richtig. Die Bank stand vorher hier vorne. Ja. Wir haben das Auto so umgebaut, dass die Sitzbank nach hinten rutschen konnte. Haben das alles in unsere Konstruktion einfließen lassen, haben vorne einen originalen Mercedes-Sitz eingesetzt. Und die Sitze sind einfach nur zusätzliche Sitzplätze, die aber nicht genutzt werden dürfen bei der Fahrt. So, Project Camper, auch das mal bitte entfernen, dass man das mal sieht. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Matte, die für uns angepasst worden ist. Ja. Weil wir hier ja vor das originale Fenster bauen. Und das Fenster ja zum Teil vom Schrank abgedeckt wird. Und das muss natürlich die Matte widerspiegeln. So, mach nochmal drauf. So, das sehen. Und das geht so schnell, dass man eigentlich alles andere auch vergessen kann, denn du hast die ganze Strahlungskälte ist jetzt weg, oder? Genau, die ist jetzt weg und das passt perfekt und dunkelt total gut ab. Und ich sag mal, bei den ganzen Aufstellfenstern mit den Plissés, das ist schon eine sehr wackelige Angelegenheit und meistens auch sehr dünn. Handwerkerauto hier. Genau, Handwerkerauto, das muss einfach funktionieren, da darf nichts kaputt gehen und sowas klappert halt auch nicht. Also ich zeig mal gerade die Küche, also sie ist sensationell schön, das gefällt mir richtig gut. Und du hast viel Stauraum, mach mal bitte so eine Schublade auf, so das mal sehen. Weil da ist ja eigentlich der Kühlschrank. Jetzt wundere ich mich, der ist tiefer, gell? Der Kühlschrank sitzt ein bisschen tiefer, genau. Wir haben mit dem Trick gearbeitet, die Front durchlaufen lassen, dass man das nicht so sieht. Der Kühlschrank ist hinter dem Bereich und bei dem ist das so schön, der ist so kompakt, dass wir hier hinter nochmal ein großes Fach erstellen konnten. Okay. Und da hat man dann auch mal eine Menge Laderaum. So, und hier vorne die drei Anschlüsse, die du auch vorher hattest, die können wir gerade mal zeigen, gleich mal eine Schublade öffnen. Dass wir sehen, alles die Druckverschlüsse. Druckverschlüsse können auch bleiben, oder? Tagsüber. Ja, klar. Okay. Softclose? Selbstverständlich. So, das heißt, die bleiben denn noch zu? Die bleiben auch zu, genau. Du kannst auch zudrücken, musst es nicht. Aber ja. Du siehst immer direkt, ist auf oder zu. Genau. Dann der Tisch, das ist sensationell. Den habt ihr komplett selber gebaut? Den haben wir jetzt selber gebaut. Der ist ein bisschen anders in der Konstruktion wie aus dem bereits gezeigten Fahrzeug. Ist halt auch wieder auf Robustheit ausgelegt. Ne? Der Kunde wollte es besonders stabil haben. Er meinte, es kann mal sein, dass man sich drauf abstützt. Deswegen hat er eine Stütze gekriegt. Zeig mal bitte. Genau, die Stütze ist hier unten in der Höhe verstellbar und demontierbar. Das heißt, den Tisch kann man relativ leicht auch demontieren. Das immer vorführen. Muss man, aber ich kann ja die. Den hast du selbst konstruiert? Ja, klar. Ja, klar. Und hier so, ist es halt auch wieder unsere Klappfunktion. Das können wir uns ja gleich mal angucken. Ja. Den kann man nicht draußen montieren, ne? Den kann man in dem Fall jetzt nicht draußen montieren, genau. Also man nimmt die Stütze ab, er bleibt natürlich an Ort und Stelle, er wäre auch stabil genug. Die Stütze ist halt wirklich nur als zusätzliche Option. Also, es geht auch ohne. Ja, es wird auch problemlos ohne gehen, auch so stabil, dass man da gut drauf essen könnte. Genau, und dann kann man ihn hier ausklinken und dann ist der Tisch schon komplett weggebaut und man kann den Platz anders nutzen. Okay, baust du nochmal ein. Der wird einfach nur eingehangen und falte ihn mal bitte komplett aus. Ja. Mal einmal treffen. Ja, jetzt muss ich einmal treffen. Einmal gucken, bin ich schon drin. Jetzt bin ich drin. So, und jetzt bitte mal ausklappen, dass man sieht, also ihr habt ein schönes Furnier. Auch das ist durchgehendes Furnier? Das Muster ist auch durchgehend, ja. Und ist halt dasselbe wie auf der Küchenarbeitsplatte. So, vorne habt ihr natürlich die Aussparung gelassen, dass man den noch drehen kann. Genau, Sitz ist drehbar. Basisfahrzeug wurde jetzt in dem Fall gestellt. Genau, wurde in dem Fall. Du hast aber ganz viele Basisfahrzeuge, hast du geordert. Ginge da auch 4x4? Ja, also die Bauplätze, die wir geordert haben, haben wir alle mit 4x4 bestückt und auch alle in der höchsten Ausstattung. Aber das kann man auch wieder abspecken. Also da sind wir völlig frei bis 6 Wochen vor Auslieferung des Fahrzeuges bei uns. Also der neue Allrad ist drin? Der neue Allrad, auf jeden Fall. Was ist das? 3,17? 3,19. 3,19. Genau, 190 PS, 3,5 Tonnen. 3,5 Tonnen. Der neue Allrad, sensationell. Also hat super abgeschnitten. Ist ein ganz toller Kompromiss, den man nicht automatisch umschalten muss. Also jetzt bei so einem Wetter wie jetzt, Schnee draußen, würde der automatisch merken, es ist Schnee. Das durchdrehende Rad automatisch. Also es geht vollautomatisch. Oder? Genau, richtig. Also er greift halt mit Bremseingriffen ein. Ne? Das Rad, was durchdreht, wird halt blockiert und das Differential überträgt dann die Kraft auf die übrigen Räder und ist für 95% der Offroad-Aktivitäten ein Top-Fahrzeug. So, jetzt sind wir hier drin. Also, das ist jetzt, also ich muss ehrlich sagen, ganz toller Camper. Also eins, was mich stört, ist die fehlende Dusche. Da wird aber jetzt demnächst einer kommen mit einer speziellen Konstruktion. Da dürfen wir noch nicht zu viel verraten. Eine vollwertige Dusche plus Toilette plus alles drum und dran. Leute fragen danach, oder? Genau, richtig. Also es ist natürlich immer der Wunsch, auf kleinsten Raum alles unterzubringen.
Da muss man natürlich irgendwo mal einen Kompromiss eingehen, was noch realistisch ist. Aber für zwei Personen oder auch in dem Fall dann, wenn noch ein kleines Kind dabei ist, ist das vollkommen ausreichend. Und da werden wir eine Dusche reinkriegen. Leute stehen ja auch auf Campingplätzen. Viele waschen sich ja auch. Mein Gott, also es ist so. Also hier war bewusst keine Dusche gefordert. Auf Fehmarn muss man sagen, viele surfen auch hier. Wir haben eine Heckdusche. Ihr habt eine Heckdusche drin. Ja, die ist ja drin. Ja, also das geht schon. Also, da ist er. So, und jetzt werden wir gleich im nächsten Video euch zeigen, den 7 Meter. Wir gehen mal kurz rein, schauen uns mal deine Spielwiese an. Denn ihr habt ein ganz großes... Ich mache mal die Tür auf. Alles original. Es gibt hier auch entsprechende Matte für vorne. Genau, die gibt es auch. Die habe ich jetzt gerade rausgelegt. Die lag hier noch auf der Arbeitsplatte. So, ist hier eine Stufe drin? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. So. Ist ja auch dadurch, dass es der Frontgetriebene ist, ein bisschen tiefer. Und auch der Boden ist ja tiefer als bei dem Heckgetriebenen. Man hat ungefähr 8 cm mehr Wohnraum. Du kriegst aber keine Fronttriebler mehr. Deswegen muss man den Zahn ziehen. Der wird nicht mehr gebaut. Ja. Aber zum Zeigen ist es jetzt mal gut. Geh mal kurz weg, dann halte ich mal gerade rein, dass wir den Innenraum noch mal sehen als Startfoto. So, wie würden wir den nennen? Das ist das Handwerkerauto. Das. So, ja. Okay, der Monster Van Handwerk. Genau. So irgendwas. Gut, Struck komm, Monster. Wir gehen mal rein. Mach mal zu, Monster Van, da sind wir. Adrian Merz in Fehmarnburg bei schattigen... Heute waren es minus 5, glaube ich. Minus 5 Grad. Ja. Und das ist die Werkstatt. Hier ist mollig warm. Und hier sehen wir gleich, da ist er. Den haben wir schon gezeigt. Der hieß wie? Der 6 Meter? Das ist das Pocket Monster. Allrad? Allrad, 319, Obereigner noch und 6 Zylinder. So, und da vorne, leider nicht mehr zu haben. So, da vorne steht der neue 7 Meter, der jetzt mit der 3 ist. Und da werden wir uns gleich mit einem eigenen Video mit beschäftigen. Das ist so die Speerspitze von dem, was du gelernt hast, aus allem. Ja. Das heißt, hier ist jetzt nicht nur all das drin, was wir gesehen haben, sondern auch ein neues Bussystem, was Tablet gesteuert, wo ihr jedes Gerät, was drin ist, von der Ferne aus steuern könnt. Jedes, also wirklich jedes Gerät, egal welcher Hersteller ist, kriegen wir mit implementiert und kann man weltweit bedienen, ja. Super, also hier vorne ist die Reling auch mit dran, die hat eine ganz besondere Aufbauweise, auch das werden wir gleich im extra Video zeigen, die ist nämlich extrem gut angepasst an das Fahrzeug. Der Sprinter, bei dem ist nichts gerade, oder? Nee, der Sprinter ist, was den Ausbau angeht, ein Albtraum. Das Fahrzeug verläuft sich nach hinten, wird immer flacher, es verläuft sich in der Länge. Der ist ein bisschen im Windkanal geformt, so fühlt es sich zumindest an. Sieht super aus, aber für den Ausbau ein Albtraum. So, ihr habt es geschafft, so viel Platz hier reinzumachen. Das ist übrigens der Durchgang, der im Sprinter gemacht wurde. Das ist so sensationell groß. Hier ist alles, ich sag mal, auf Raumvolumen, auf Spaß, auf was weiß ich angepasst. Und der Kunde hat sogar die Küche ein bisschen kürzer gemacht, damit er mehr Möglichkeiten hat später. Da gehen wir aber später drauf ein. Er ist noch nicht ganz fertig. Das hat den riesen Vorteil, dass wir Sachen zeigen können, die wir eben nicht zeigen konnten. Genau, das Verborgene kommt zum Vorschein. So ist das. So, dann gehen wir mal hoch, denn oben ist so deine Schmiede, hier vorne sind zwei Jungs, da will ich auch noch mal kurz drauf halten. So, ihr seid beide Schreiner und... Schreiner, ja, Tischler. Tischler, genau. So ist das. Dein Name? Max. Hallo Max, grüß dich. Ja. Ja, die Kamera ist da. Ich habe euch gelobt bis in den Himmel, weil wir werden gleich mit dem Auto, was draußen ist, über die Rüttelpiste fahren. Okay. Du kennst sie? Nein. Das sind so bei euch. Die Innenstadt in Burg. Unser, Sie ja, wissen, da lachen alle, oder? Ja, das ist die Kopfsteinpflasterpiste hier und das ist echt die Härteprobe. So, ihr könnt mal eins machen, wenn ihr so nett seid, die Kennzeichen nochmal draußen montiert. Wir kommen gleich nochmal runter. Ich werde dann weghalten, dass man die Kennzeichen nicht sieht. Also ist ja zugelassen. Und dann gehen wir mal kurz hoch. Er ist schon ziemlich genau mit seinen CNC-Zeichnungen, die dann da kommen. Das hat aber den Vorteil, es passt alles, oder? Ganz genau, ja. Das ist echt super. Gerade wenn man das vorher alles am Computer so durchplanen kann, dann ist es nachher wirklich ausfräsen und reinsetzen. Es passt wirklich? Ja, auf jeden Fall. Hat es jemals nicht gepasst? Oder? Nee, eigentlich nicht. Wenn dann nur mal kleinste Ausnahmen. Hier und da mal nochmal irgendwie eine runde Ecke, die dadurch durch den runden Fräser nicht ganz ausgearbeitet werden konnte. Aber ansonsten passt das alles sehr genau. Elektrik und so weiter, das macht er, oder? Genau, das macht er bisher alles. Okay. Da war ich bisher noch nicht mit bei. So, das ist eine schöne Maschine, die da ist. Ist die sehr genau? Ja. Die ist super. Ja, die kommt aus China, das glaubt man gar nicht, dass sie das können, die Chinesen. Oh doch, ich würde tatsächlich sogar sagen, gerade die. So ist ja die Frage, was man... Aber du gehst natürlich hin, das wird nochmal von Hand nachbearbeitet, die meisten Sachen? Genau, ja. Die Kanten werden nochmal geschliffen, dann werden die 90-Grad-Ecken oben an den Oberkanten, die werden nachher nochmal gebrochen. Mhm.
dass man das ein bisschen besser anfassen kann. So, da vorne ist Makita. Ist das gut, Makita, blau? Ich bin da sehr zufrieden mit, ja. Benutze ich privat auch viel. Ja, es gibt ja die und die, also die. Gut, komm, wir gehen mal hoch. Also Werkzeug haben wir geklärt. Die Leute sind zufrieden. So, ihr dürft jetzt wieder schimpfen. Es war ein Scherz. So, gehen wir mal hoch. Oben ist die bessere Hälfte. Genau. Ihr habt das ja quasi zusammen hochgezogen. Och, jetzt habe ich dir extra die Kleine nämlich hier gelassen, um die Family. Oh, bist du gemein. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin noch auf Diät. Traditionsgebäck. Ist das gut? Ja, das sind, wie nennen sie sich, Kröpel? Krüpel. Krüpel, genau. Krüpel. Das ist ein bisschen wie Backbällchen. Ja. Genau. So, wenn dich mal kurz vorstellst, so ein bisschen. Ich bin Saskia. Und die da? Das ist Bonnie. Bonnie. Saskia und Bonnie. Und du bist jetzt zuständig Backoffice, du kümmerst dich um alle Anfragen. Du weißt, was du da angerichtet hast. So Stealth Campervan, Handwerkerautos, 7 Meter, Sprinter, das Ganze von höchster Qualität. Don't think bigger, think monstrous, Monster Van. Wie seid ihr auf den Namen gekommen, Monster? Adrian hat Bekannten und Freunden immer erzählt, was er da so vorhat. Und die haben dann gesagt, ja, ist ein ganz schönes Monster, was du da baust, ne? Und dann, da war das Monster werden. Das war noch frei im Internet. Ja. Hast geguckt. So, das Portfolio mit allen Nummern dran. Das sage ich mal, es gibt heute Tee. Aber ich glaube, von dem werde ich gleich auch mal einen probieren, weil der sieht so lecker aus, was da ist. Was sind denn die Vorteile von ihm? Ist er ehrlich? Definitiv. Ja, ja, ehrlich, ganz akkurat. Mhm. Er ist unglaublich genau. Das heißt also, wenn irgendwas ist, es nervt nicht mehr, als wenn irgendwas nicht passt oder nicht genau ist. Genau, und dann kann er nicht ruhig schlafen, bis es dann passt. Ist das nicht nervig, so ein Mann? Weil ich sag mal so, die meisten Männer, die lassen Unterhosen liegen und das Geschirr wird immer neben die Spülmaschine gestellt, statt rein. Oder der Klodeckel ist oben. Nein, lieber so als ein Schluffi irgendwie. Von daher ist das auch geil. Du hast schon früher angefangen, hast Baustellen geleitet, bist wirklich sehr selbstständig. Das ist nicht normal mit 33. Also wie hat das angefangen, dass es schon so früh losgegangen ist bei dir? Ich kenne es ja nicht anders, ne, aus meiner Perspektive. Aber doch, ich bin sehr schnell durch meinen damaligen Arbeitgeber und auch bei meinem letzten Arbeitgeber selbstständig alleingelassen auf großen Projekten. Und habe mich auch schon sehr früh, gell? Auch schon sehr früh, ja. Und Du warst irgendwie auf der ganzen Welt, oder? Warst du im Einsatz? Ich habe so einige Länder gesehen. Welche, ja, hast du? Also die im Fernsten waren halt Indien, China, Kanada und so. Nach Australien habe ich es noch nicht geschafft beruflich, aber mal gucken. So, jetzt zeigen wir mal. Das ist eine Software, Name von der Software? Das ist Inventor. Nochmal bitte? Inventor. Inventor, warte mal, ich mache mal das Licht aus, dann kann man es ein bisschen besser sehen. So, jetzt ist es besser. Das ist die Fernbedienung dafür? Genau, mit dieser 3D-Maus kann ich halt das Modell so bewegen, dass ich es halt am besten sehen und bearbeiten kann. So, und du hast gesagt, die Lernkurve, also bis man es mal drauf hat, dauert es. Ja. Aber dann kann man viel machen. Du kannst zum Beispiel Dinge, die du bereits entwickelt hast, wahrscheinlich in irgendwelche Datenbanken packen, immer wieder aufrufen, einbauen. Genau, richtig. Also wenn das einmal entworfen ist und es ist einmal gefräst worden und wir wissen, das passt alles und es sieht alles gut aus, dann wird das halt archiviert und sobald das nachgefragt wird, ist es relativ schnell umgesetzt. Das ist das Fahrzeug, was Sie sehen? Das ist genau das Fahrzeug, was wir gerade unten sehen. Also was, wo wir gerade drin waren. Saskia, wenn du mir gerade mal einen Stuhl besorgen könntest, bitte sei so lieb, weil ich glaube, das hier wird eine etwas längere Sitzung. Da hinten steht noch einer. Du bist ein Engel, danke. Und dann kann ich mich nämlich ein bisschen abstützen, weil die Kamera so schwer ist. Jetzt sind wir schon wieder 38 Minuten unterwegs. Ich verweise auf das Video Nummer 1. Da kann man eigentlich, wenn man alle Videos gesehen hat, sehr gut verstehen, wie du arbeitest. Das Ganze entsteht am Rechner, ist Millimeter genau. Genau, korrekt? Richtig. Ja. Ja, eigentlich noch mehr, aber ein Millimeter reicht uns schon. Millimeter lang. Das ist normalerweise bei vielen Ausbauern ist ein Millimeter kein Thema. Da hast du Unterschiede von teilweise einem Zentimeter, wenn was eingebaut. Da habe ich schon gesehen. Mhm. Dann sagen, ja, es muss so sein, das muss arbeiten. Ja, das ist richtig, das muss schon so arbeiten. Aber bei uns ist eigentlich so das Standard-Spaltmaß 2 bis 2,5 Millimeter, was wir zwischen Schubladen und Türen und so weiter lassen, damit wir nicht kein Klappern drin haben. Mhm.
und das reicht vollkommen aus. Alles andere ist nicht nötig. Sag mal, was sagt jetzt zum Beispiel Mercedes-Benz, wie sich das Fahrzeug bewegt? Ist das auch irgendwo festgehalten, wie sich das verwindet? Ja, das kann man alles den Aufbauerrichtlinien entnehmen, ne? Aber war bis dato jetzt für uns noch keinerlei Thema. Also man sieht das auch tatsächlich, gerade wenn eine Trittstufe verbaut ist, man ins Fahrzeug einsteigt und an den richtigen Stellen, an den Spaltmaßen der Möbel guckt, dann sieht man, wie sich es verwindet. Aber das lassen wir ja bewusst zu, dass es da nicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt. Also deine Aufgabe ist so zu bauen, dass die Chefs von Mercedes, die das Auto sehen, sagen, das ist ordentlich gemacht, oder? Dass die sagen, das wollen wir haben. Genau, so ist es, ja. Du arbeitest zusammen im großen Autohaus, da kriegst du auch deine Autos her und auch viele, du bist Aufbauhersteller jetzt, zertifizierter Aufbauhersteller, das Ganze wurde erstmal genehmigt, jetzt bist du ja noch recht jung, das hat mit Geld wahrscheinlich nicht so viel zu tun, sondern mehr mit, auf was haben die Wert gelegt? Also Kosten tut das glücklicherweise gar nichts, worauf die Wert gelegt haben, was hinterher in den Gesprächen nach diesem Zertifizierungsprozedere herauskam, ist halt die Arbeitsmethodik und die Qualitätsansprüche vor allen Dingen. Und wir wurden ja geprüft und die Kollegen aus Berlin haben uns hier besucht und haben halt, ohne dass wir es eigentlich merken, natürlich ihren Fokus auf gewisse Dinge gelegt und haben es mir dann im Nachhinein gesagt und solche Geschichten. Zum Beispiel, auf was haben die Wert gelegt? Zum Beispiel, dass wir mit vernünftigen Cut-Programmen arbeiten. Allein schon diese Programme sind ja eine finanzielle Investition, die viele scheuen. Aber es ist im Endeffekt ein Riesenersparnis, weil ich halt einen Bruch. Achso, du hast ja das Programm nicht einfach runtergezogen, irgendwo wahrscheinlich auf Pirate Bay oder? Nee. Leider nicht, nein. Das ist eine offizielle Lizenz. Das sind offizielle Lizenzen, nicht nur, also wir haben ja nicht nur das eine Programm und die kosten natürlich eine Stange Geld, aber es muss ja auch mit den Daten von Mercedes kompatibel sein. Oh, krass, hier Lichtsetzung, Schatten, alles ganz realistisch. Genau, ne? Ich kann alles realistisch darstellen. Und, genau, wenn es mal gerade rauszoomst, das Auto, mach mal. Ja, muss ich hier einmal dran. Kommt mal zu mir. Genau. So, das ist das Auto jetzt, das Ganze geht in Echtzeit, Farben kannst du alle definieren. Farben kann ich alle definieren, ich kann diverse Schnitte und Darstellungen setzen, um halt auch dem Kunden das hinterher mal zu zeigen, wie das aussieht in der Realität. Ich setze mal hier gerade einen horizontalen Schnitt rein, dann sieht man halt auch, wie das so von oben, wie das Raumkonzept ist, wo der Boden lang geht, wo das Podest sitzt, und ich kann natürlich halt auch im Nachgang in die Konstruktion reingucken und sehe genau, wo sind meine Spaltmaße, wo sitzen die Schrauben, passt das alles so, wie es halt sein soll. Ne? Also ich sehe wirklich jeden Millimeter. Hier unten sieht man zum Beispiel jetzt mal die Auszüge für die Schublade unter der Boxertoilette. Also ich sehe wirklich jedes Detail. Und die Sachen hast du wahrscheinlich selbst angelegt, aber die Daten von Mercedes-Benz kannst du importieren, oder? Die Daten von Mercedes-Benz importiere ich, das ist richtig. Und zum Beispiel hier solche Daten von dem Kühlschrank, wo man ja sogar den Kompressor sieht, mit jeder Delle drin, kriege ich natürlich auch vom Hersteller. Also das ist, wenn man eine gewisse Standard in der Arbeitsweise voraussetzt, dann stößt man bei denen auf offene Türen und die geben einem auch die Daten raus. Es geht ja darum, dass du da mit Fachleuten sprichst, die sowas nicht gewohnt sind. Also üblicherweise arbeiten also die Hersteller oft auf Trial and Error. Da wird dann viel ausprobiert. Es werden auch irgendwelche Schablonen ausgelegt. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Also der Kollege unten, der Max, der hat selber mal 2 Jahre bei einem australischen Aufbauhersteller oder Camperbauer gearbeitet, wo genau das Thema war. Und er hat mir damals schon erzählt, was das für Welten sind zwischen dem, ich probiere es mal, bis ich gescheitert bin, oder ich mach's da vernünftig. Ich sag mal so Trial and Error geht ja, aber es muss ja gar nicht sein. Nee. Weil wenn du einfach nur die Standards anlegst im praktischen Industriebau, wenn du jetzt so eine Fertigungsstraße baust, da kannst du nicht Trial and Error machen. Das muss von vornherein, muss das funktionieren. Ihr könnt da sogar Sachen simulieren sogar schon. Das heißt, ihr könnt, ich sag mal, Prozesse und Maschinen schon simulieren, genau, auf dem Bereich. Und das geht ja hier nicht. Du kannst aber simulieren, zum Beispiel, wie eine Schublade auf und zu geht. Wenn du mir das mal zeigst. Klar, also wir können mal als Beispiel hier unseren Schrank nehmen, wo jetzt die Toilette vor ist. Ich weiß nicht. Warte, ich mach mal ganz kurz den Tele ein bisschen auf. Dann kann man es ein bisschen besser sehen. Da ist nicht ganz so verzerrt. Zum Beispiel hier wäre jetzt die Klappe oben von der Boxertoilette. Und da würde ich dann halt auch gleich in dem Gesamtfahrzeug, ich muss einmal den Schnitt wieder deaktivieren, dann sehe ich halt genau, wo schwenkt die Klappe hinein, habe ich irgendwelche Kollisionen. Genau, ich gucke mal, ob ich in der Küche, ja, jetzt kann ich die Schubladen simulieren und sehe dann halt auch genau, wo muss ich welche Befestigungspunkte setzen und so weiter. Wenn die Schublade jetzt zu groß wäre, was würde passieren?
Also man kann eine Kollisionsprüfung durchführen, die ist ja relativ komplex. Dann wird mir das System schon zeigen, aber im Normalfall passt das. Okay, das heißt, du hast die Lebenserfahrung dafür, weißt, dass es geht. Bauen die auch schon mal Prototypen nach erstmal, dass die so einen Schrank auch mal in echt bauen, um mal zu gucken, wie er aussieht, oder brauchen wir das nicht? Das ist ja das Schöne bei der Intensität, die ich hier ausführe bei diesen Planungen, dass das eigentlich fast komplett wegfällt. Also seltenst, dass wir mal wirklich ein Schnittmuster oder ein Probebauteil bauen, dann hat das eher den Hintergrund, dass wir die Fräsmaschine neu justieren oder neue Fräser testen oder neue Materialien, aber nicht, weil wir testen wollen, ob das passt. Du weißt, dass mit deinen Fähigkeiten du sehr gefragt bist, auch in der Wohnmobilindustrie. Denn die stellen ja auch so ähnlich her. Ich kann mir vorstellen, die stellen ja nun wirklich so her. Also wenn ich sehe, dass da neue Modelle kommen, die haben die wahrscheinlich auch genauso wie du entwickelt. Ja. Aber du arbeitest hier eigentlich auf höchstem Niveau, also als Kleinserienhersteller. Ich versuche es, ja, genau. Aber ich behaupte mal nur, weil du faul bist. Denn ja. Du hast nämlich keinen genau. Bock. Du hast nämlich keinen Bock, die Arbeit fünfmal zu machen. Genau, du machst sie einmal richtig und kannst sie dann entsprechend reproduzieren. Ne? Genau, so ist es. Ne? Und dadurch können wir halt auch die Produktionszeiten ganz schön drücken. Ja, ich bin ja auch selbst Informatiker, wir sind faul. Mhm. Alles, was du zweimal praktisch händig machst, das wird von mir programmiert. Und das ist so. Aber hier, das ist mit dem Möbelbau, das ist schon gut. Zeig mal irgendwas anderes, vielleicht ein Bett. Ein Bett wird aufwendiger, aber das kriegen wir auch hin. Ist so geil, bei dir geht nichts, geht nicht. Das heißt, das Bett, das kannst du auch bewegen. Ich guck mal gerade, ob ich das Bett als, das ist ja auch schon wieder jetzt ein bisschen was her, wo ich das gezeichnet habe. Das wird sicherlich gerade irgendwie festgemacht sein von mir, damit ich, hier ist doch was. Ich versuch's mal, wenn ich das rauslösche. Ich hoffe, mir fliegt nicht alles um die Ohren. Ja. Krass, du hast es so drauf, das ist ja fürchterlich. Ja, fragen sich jetzt die Frauen, mit so einem Mann zusammen zu sein, der so ordentlich ist, ja. Ist gut? Richtig gut, sagt sie. Nee, also da müsste ich, glaube ich, eine Minute mehr Arbeit rein investieren. Hier unten ist noch was, was mich gerade stört, warum man es nicht machen will. Okay. Sag, wie viele Stunden hast du schon verbracht? Tausende? Einige. Also ja. Ich habe es nicht mitgezählt und ich glaube, das sollte man auch nicht. Also dann irgendwann merkt man, das wird... Aber es wird irgendwann mal ganz intuitiv, oder? Das heißt so. Also ich mache es inzwischen im Schlaf. Ich habe natürlich auch am Anfang viel nachlesen müssen und überprüfen müssen, aber inzwischen geht das wirklich. Ich versuche es nochmal. Saskia, guck mal. Hat gerade das Bett mal auf und zu machen. Genau. So, und da ist jetzt zum Beispiel etwas, was so ein Paradefehler ist, den viele gemacht haben, wenn sie selbst sich einen Camper ausbauen, dass sie halt vergessen, dass das Fahrzeug ja auch noch andere Konturen hat, außer jetzt in der horizontalen Ebene. Das heißt, wenn das Bett aufgestellt ist, dann muss es halt hier oben am Holm noch vorbeikommen. Ja. So, und deswegen haben wir natürlich hier diese Ausklinkung, damit wir da nicht mit dem Fahrzeug... Ach, das kannst du vorher testen. Ja, na klar. So, und dann hinterher, wenn das Bett dann halt geschlossen ist, dann ist das Bett trotzdem komplett, weil das Gegenstück, was da oben fehlt, ist halt hier unten mit vorgesehen. So Fuchs. Also wenn ich das Bett wieder zumache, okay, dann haben wir wieder eine komplette geschlossene Fläche. So, da hast du aber einen angelacht, ja, der so genau ist, 33 Jahre. Aber das macht's auch aus. Ich glaube, die Vorgehensweise ist, glaube ich, ganz gut. Das heißt, er plant das Ding komplett am Rechner. Dann stimmt es bis auf einen Millimeter, dann bauen sie es ein. Und dann ist eigentlich nur noch der Unterschied, wenn der Fahrzeughersteller nicht genau war. Das seht ihr dann, oder? Das ist so. Ja. Wenn ihr Anfragen kriegt, man kann sehr schön über die Webcam, kann man Sitzungen machen. Die Leute müssen nicht nach Fehmarn kommen. Genau, also wir haben die Möglichkeit, auch unseren Monitor dann zu teilen und die Konstruktion zu teilen. Und genau, man muss nicht extra hier hochfahren, um sich was anzugucken. So, jetzt seid ihr ja Sprinter-Fans. Ich habe eben schon die Frage gestellt, was wird denn sein? Ich komme mit dem Iveco Daily 4x4, will das haben. Das wäre eine Herausforderung. Ihr bleibt erstmal bei Sprinter, ne? Wir bleiben erstmal beim Sprinter. Das hat auch damit zu tun, dass einfach das Fahrzeug von unseren Ansprüchen dem PKW am nächsten ist und wir wirklich da auf höchstem Niveau arbeiten möchten. Aber natürlich, in Zukunft sind wir für viele, viele andere. Mehr Zuladung dann, was schießt er da? Da kannst du andere Sachen mitmachen. Das ist schon richtig. Ich will das Auto auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Hat auch seine Daseinsberechtigung und da hätten wir auch tatsächlich... Ich krieg jetzt einen, deswegen den könnte ich dir ja mal hier hinstellen. Da können wir eine Koop machen. Das heißt, du
Wagen wäre mal da für ein halbes Jahr. Ja. Du könntest mal überlegen, wie man ganz pragmatisch, das wäre nämlich die Idee, mit so wenig Aufwand wie möglich das perfekte Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, da kommt es auch drauf an, oder? Also prinzipiell ist es ja so, wenn ich mich jetzt mit den Kollegen von Fiat in Verbindung setzen würde, würden wir auch die Daten von denen bekommen. Das wäre nicht das Thema. Es wäre auch von unserer Seite spannend und wir könnten den Möbelausbau relativ zeitnah einfach aus dem Sprinter rausnehmen, in den Iveco einsetzen, die ganzen Konturen, alles anpassen und dann fräse ich und produziere das Ding genauso für ein anderes Fahrzeug. Das ist cool, denn die Grundbettkonstruktion ist ja fertig, sondern nur die Konturen außen sind ja anders, also innen wird es ein bisschen anders sein. Ja. Mensch, da habt ihr euch ja was gemacht. Ihr habt mich dann angerufen, habt gesagt, das warst du. Du hast gesagt, ja, wollten mal fragen, wie geht denn das so mit einer Kooperation? Und dann bin ich jetzt in Fehmarn. Das ist ja unglaublich. Und wir werden jetzt gleich mal das Fahrzeug umbuchen, aber wir werden jetzt was ganz Besonderes machen. Du weißt gar nicht, was wir vorhaben. Nein. Was denn? Kopfsteinpflaster werden wir jetzt testen in Fehmarn. Fahrt ihr? Wir fahren. Sehr gut. Wir fahren nämlich genau jetzt zum Weihnachtsmarkt. Das machen wir mal und trinken dann Glühwein. Und danach werden wir kommen und werden diese Name... Kröpel. Genau, die werden wir dann auch mal testen. Ich mache mal meinen Links zurück, halte gleich meine Kamera hoch, dass man das Kennzeichen nicht sieht. Und erstmal vielen Dank. Er hat die Handynummer, hat er überall hingeschrieben. Was passiert denn, wenn die Leute anrufen auf seinem Handy? Das ist ja blöd, wenn ich eben eingeblendet habe. Ihr habt auch eine Festnetznummer, oder? Genau, die ist auf der Webseite unter Kontakte und da einfach anrufen. Oder Mail schreiben. Genau. Es ging heute nicht in die Kita. Für die Filmaufnahmen haben wir gesagt, da musst du mit dabei sein, weil du ja ein ganz wichtiger Part hier bist, oder? Bist du wichtig? Ja, sie nickt. Das ist gut. Sonst ciao. Wir gewinnen aber heute mal. So, tolle Family. Gefällt mir gut. Bis gleich. Viel Spaß. Danke. So, mach mal zu. Dann geht's runter. Das ist die Werkstatt übrigens, dass man das hat. Schlüssel hast du? Sehr schön. Jetzt geht es um das Klapperverhalten. Kennzeichen sind noch nicht gewechselt, das ist auch ganz gut. Da machst du es gleich. Ich steige ein. Komm, ich gehe mal raus. Genau, steig dich schon mal ein. Ich mache schon mal den Motor an. Ja, vielleicht haben die Kollegen haben die bestimmt nicht gefunden, 100%. Weil du hast ihn nämlich damals gut versteckt. Genau, da drin. So, ich steige schon mal ein, Motor an. Strom ist ab. Strom ist noch nicht ab, mache ich gleich. So, und jetzt geht es nämlich um das Rappelverhalten. Du musst aber vorher unbedingt den Tisch nochmal festmachen, sonst ist das vielleicht die Schwachstelle. Der wird es auch überleben, also das hält ja ohne Probleme, aber ich mache die Stütze nochmal drunter. Ja, und wenn du dort mal kurz öffnest gleich, das machen wir gleich. Was möchte ich öffnen? Da vorne, also das hier mal rausgehen, ja. Denn ich wollte euch ja mal zeigen, wie Fehmarn aussieht. Also machst die Tür zu. So, es wird alles soweit gemacht. Die Kennzeichen werden dran geschraubt. Das ist das Auto, was wir gerade eben auf dem Rechner gesehen haben. Der Tisch ist mit dabei und dann geht es ab auf die Kopfsteinpflaster-Rüttelstrecke. Und das ist, glaube ich, so der ganz große Test, den man eigentlich mit so einem Auto machen kann. Und glaub mir, ich habe Autos gefahren, da bin ich nach 3 Minuten wieder ausgestiegen und habe gesagt, das geht gar nicht. Und probiert hat man das noch nicht. Ah, es ist schon sehr geräumig. Also wenn ich hier jetzt drin bin, so vom Platzgefühl her, hat man doch ein Riesenfahrzeug, obwohl es ein Sprinter ist. Gut, Dusche kommt ja. Wenn wir uns auch gleich mal angucken im 7 Meter. Aber das wird hier beim 6 Meter eine etwas andere Duschkonstruktion werden. Strom ist ab. Schon leise, die Türen zu sind und so. Genau, wenn man das Tischbein noch mal dran, dann ist es aus dem Weg. So, die Matte mal einfach im Rücksitz. Bin ich mal gespannt, du hast mir so viel erzählt, es rappelt nichts. Er lacht. Aber was ich für Autos schon erlebt habe,
Adrian, das kannst du dir nicht vorstellen. Gerade weiße Ware, ey, ja. Du steigst da ein und alles vibriert, alles scheppert. Verstehe ich. Nee, also das ist ja auch etwas, was ich ja auch von anderen Fahrzeugen kennengelernt habe. Und da ist natürlich unser Anspruch, das besser zu machen. So, ich fahre nicht allzu oft Schalter. So, du musst, die Kupplung ist links. Wenn du die ganz leicht kommen lässt, genauso. Okay, am besten nicht abwürgen. Nee, war Spaß. Ohne. Der Trend geht natürlich zur Automatik. Ja. Deswegen ist es wichtig, ein Allrad zu haben mit Automatik. Auf jeden Fall. Und man muss sagen, auch Mercedes-Benz bauen super Autos. Also das gerade im Nutzfahrzeugbereich. Genau, und der Wagen hier, der war ja tatsächlich als Nutzfahrzeug mal aktiv. Das heißt, er hat auch wirklich die reine Nutzfahrzeugausstattung. Die Fahrzeuge, die wir beziehen, die haben alle diese erhöhte Innenraumdämmung schon von Mercedes. Das heißt, die Motorgeräusche sind noch mal ein bisschen reduziert. Und ja. Aber du fährst jetzt schon über eine nicht so schöne Straße. Nee, das ist ein Kies unter uns und jetzt kommt noch mal eine Bordsteinkante. Wir haben natürlich ein bisschen was in der Schränke drin vom Eigner, aber das jetzt. Aber bis jetzt war noch nichts. So, und jetzt kommt gleich eine Strecke, glaub mir. Ich bin ja bei dir ins Ferienhaus, was du mir organisiert hast, gezogen. Genau. Und da komme ich genau an dieser Strecke vorbei, Weihnachtsmarkt. Genau, richtig. Und da fahren wir jetzt mal lang. Das ist auch somit die fieseste Strecke, die wir hier haben. Und hoffen wir mal, dass ich mein Versprechen halten kann. So, Fehmarn Einwohner, wie viel? 12.000 Einwohner, wenn mich nicht alles täuscht, auf viele, viele kleine Dörfer über die ganze Insel verteilt. So, ihr habt aber alles. Ihr habt also vom, ja. Ich glaube, 500 Ärzte, ihr habt wahrscheinlich ein Krankenhaus. Genau, also wir haben eine kleine Klinik hier und die Infrastruktur ist ähnlich wie in einer kleinen Stadt. Hängt halt mit dem enormen Tourismus zusammen, den wir hier im Sommer haben oder in der Saison. Und ja, man vermisst hier wirklich. Ihr habt so viele Tankstellen, das ist abartig. Also ihr habt allein hier zwei Tankstellen, drüben sind noch welche. Genau. Überall Tankstellen. Ich meine, das ist ein 12.000 Einwohnerdorf, ja. Sage ich jetzt mal, oder Stadt. Genau, und Supermärkte von allen bekannten Ketten ist mindestens einer, wenn nicht mehrere, auf der Insel vertreten. Und ja, das ist halt im Sommer ist hier Ausnahmezustand und es wird eine Menge geboten. Es ist jedes Wochenende irgendein Event, meistens hier auf dem alten Rathausplatz, wo wir gleich noch vorbeikommen, wo jetzt unser Weihnachtsmarkt ist. Und die Saison geht eigentlich auch bis Ende Weihnachten, solange ist nämlich der Weihnachtsmarkt, diesmal sogar bis Silvester. Und danach kommen zwei ziemlich ruhige Monate. Also wer mal die Flucht aus dem Alltagsstress sucht, der darf gerne vorbeikommen. Und dann ab Februar, März, eher März rum geht es dann wieder los. Was ein ganz kleines bisschen vibriert, ist der Max-Fan obendrauf, habe ich das Gefühl. Okay. Ja. Das müssen wir aber gleich mal gucken. Kann sein, dass er nicht ganz zugezogen ist. Dass er nicht ganz zu ist. Ja. So, aber auch da habt ihr Lösungen. Das heißt, ihr habt jetzt mittlerweile Camper Project schon eine Matte entwickelt, genau. Für den Max-Fan. Genau, also da werden dann, das Gehäuse des Max-Fan ist ja nun mal aus Kunststoff. Das heißt, da müssen dann Metallleisten aufgeklebt werden, die dann halt ja noch mit lackiert werden. Und dann haben wir am Ende die Möglichkeit, dann eine solche Matte mit Magnetismus vorzuhängen, um dann halt auch Tageslicht abzuschotten. So, es kommt gleich. Wir sind jetzt in der Innenstadt und gleich kommt eine Strecke. Die habe ich das letzte Mal gesehen, als in Trier die Straßenbahn noch fuhr. Da war nämlich Kopfsteinpflaster und das ist nicht nur eine kleine Strecke, sondern richtig lange. Das sind ein paar Meter, ja. Das reicht auf jeden Fall aus. Er ist auch so schon super leise, oder? Ja, also er fährt sich ja auch wie ein normaler PKW und es ist ein Wagen, wo man schon merkt, aus welchem Haus der kommt. So, man kann also, wenn man richtig viel Liebe reinsteckt, so Mercedes auch richtig schön wohnlich machen. Mhm. Das ist so, alles was ihr gesehen habt, blankes Blech und so weiter, kannst du alles verkleiden. Ja. Du kannst auch überall, wo rohes Holz ist, HPL nehmen, da geht alles, oder? Genau, das funktioniert alles und jede Oberfläche ist von uns oder kann vom Kunden frei ausgesucht werden. Wir haben da ein riesiges Sortiment an Material, was wir dazu kaufen können oder womit wir es beschichten können. Da sind sehr Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also so. Ich glaube, das ist der Max-Fan, den man gerade noch ein bisschen hört. Ne? Ja, das ist der Max-Fan. Also jetzt, wo wir gerade unterwegs sind, das ist hier gerade Kopfsteinpflaster. Das ist, glaube ich, so hardcore, dass sogar der Kia, mit dem ich gefahren bin, der fing schon an zu vibrieren. Ja. Aber jetzt fährst du gerade mit ungefähr 35 km/h. Genau, richtig. Und wie man hört, also an den Möbeln klappert nichts. So, quietschen ist auch noch ein großes Thema. Auch das ist gegen null.
ein Geräusch gebe ich gerade zu, höre ich. Da muss ich nachher mal auf die Suche gehen. Aber ich glaube tatsächlich, wie du sagtest, das ist einfach der Max-Fan, der muss, der ist nicht ganz geschlossen. Aber das ist leider halt ein Produkt, was nicht in unserer Hand liegt. So, das war jetzt extrem. Jetzt sind wir wieder auf der normalen. Der hat jetzt schon Luftfeder drin? Der hat hinten eine Luftfederunterstützung, genau, dass das Fahrzeug wieder auf sein ursprüngliches Niveau gehoben wurde. Okay, damit er ein bisschen straffer ist, sonst wäre er zu weich wahrscheinlich beim Fahren. Genau, das ist ja nur ein 3-Tonner hier. Das heißt, er ist natürlich vom Fahrwerk auf eine maximale Beladung von 3 Tonnen ausgelegt. Hat ein Leergewicht von 2200, meine ich. Jetzt haben wir ungefähr noch mal eine Zuladung von 400 Kilo, weil es halt nur ein 3-Tonner ist. Und das heißt, er ist sozusagen im Nutzfahrzeugbereich halb geladen. Und das wird man von außen schon sehen. Und weil der Kunde natürlich hier stealth unterwegs sein möchte, hat er ein Luftfahrwerk bekommen, dass er nochmal aufs ursprüngliche Niveau angehoben wird. Also, du hast mich überzeugt. Es war also ein normales Rumpeln, was du aber auch im Pkw hast. Also wenn du so eine Kopfsteinstrecke fährst, da sind jetzt richtig viele Möbel eingebaut, viel Holz. Hat was damit zu tun, dass alles verbunden ist mit diesen Bosch Rexroad-Profilen? Genau, die sind alle mit Alu-Konstruktionsprofilen verbunden. Es sind überall Schrauben verwendet worden, die halt eher aus dem Maschinenbau kommen, also alles metrische Gewindeschrauben, die nochmal zusätzlich mit Schraubensicherungslack gegen sich selbst lösen gesichert werden. Alles mit dementsprechenden Spaltmaßen, dass es gut aussieht und trotzdem noch sich genug bewegen kann. Ja. Sehr schön. Ja, wenn ich daran Interesse habe, monstervan.de. Ruhig mal anfragen, dafür machen wir die Videos, zeigen das Ganze auf Herz und Nieren. Du bist aber so offen, dass wir gleich im nächsten Video den 7 Meter zeigen werden. Da ist noch viel zu sehen, also kann man sehen, wie du arbeitest, ja. Und das war dir wichtig. Deswegen bin ich ganz froh, dass er noch nicht ganz fertig ist, aber wir können schön unter viele Dinge gucken, gell? Wir können schön unter viele Dinge gucken und ich kann mal unser neues System vorstellen, was die Elektrotechnik angeht. Und ich glaube, das ist wirklich noch ein Highlight. Das kann ich unterschreiben, denn gesehen habe ich schon. Es funktioniert sehr schnell. Es funktioniert mit einer 2G-SIM-Karte weltweit. Genau. Und zwar nahezu in Echtzeit. Man kann also einen Max-Fan anschalten, man kann die Temperatur überwachen, man kann die Heizung an- und ausschalten. Ihr habt alles, was in dem Fahrzeug drin ist, verbunden mit dem System. Und habt da unglaublich lange getüftelt. Sogar den Max-Fan kann man an- und ausmachen. Genau, richtig. Also in die reine Entwicklungszeit für diese Platinen und für die Software liegt über 2 Jahre. Und das ist ein sehr arbeitsintensives Projekt gewesen. So arbeitsintensiv, dass es dadurch halt eine eigene Firma gibt, die sich darum kümmert. Und mit denen arbeiten wir jetzt zusammen und haben das jetzt so weiterentwickelt, dass wir das in unsere Fahrzeuge in die Serie mit einbringen können. Und das zeigen wir euch dann. So, die App hast du am Handy, das werden wir gleich mal zeigen. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Wir müssen noch den Flug nach oben buchen. Aber du sagst, das kriegst du irgendwie hin. Ich krieg schon irgendwie hin, ja. Tatsächlich der 15. Dezember 2022 auf der Ostseeinsel Fehmarn, die drittgrößte Insel. Ich meine, es ist die drittgrößte Insel Deutschland. Ja, die ist aber nicht so versnobbt wie andere Inseln. Nein, auf keinen Fall. Also da wird auch hier versucht, von den Einheimischen einen Riegel vorzuschieben, dass sie nicht so versnobbt ist. Sie ist halt in der Surferbranche oder bei den Surfern sehr beliebt und das merkt man einfach überall. Ne? Das ist ein ganz gelassener Stil ist hier und viele junge Leute auch im Sommer hier sind. Ja. Ja, für mich ist das natürlich ein Albtraum. Von Saarbrücken nach Frankfurt mit dem Auto, Tiefgarage rein, Flugzeug nach Hamburg, dann anschließend von Hamburg hierher nochmal 2 Stunden gedüst. Also ich sag mal, Zentralität ist anders, aber ihr habt euch das extra ausgesucht, weil es so Medien gibt wie mich, dann gibt es Internet, da kann man alles zeigen. Ihr macht Fernwartung, man kann auch gerne hierher kommen. Es gibt viele Campingplätze. Ja, es gibt eine ganze Menge Campingplätze, da ist für jeden Geschmack und für jede Preiskategorie was dabei. Und wir wollten halt einfach uns nicht in irgendein prüdes oder einfaches Industriegebiet verstecken, sondern uns da schon platzieren, wo man uns auch irgendwo wahrnimmt, wo ganz viel Camping aktiv betrieben wird. Und die Kunden haben halt auch die Möglichkeit bei uns, diese Fahrzeuge dann, wenn sie sie übernommen haben, erstmal auf Herz und Nieren ein paar Tage auf dem Campingplatz zu testen. Und dann sind wir immer ansprechbar und bereit, sobald es irgendwie Nachbesserungsbedarf oder einfach Erklärungsbedarf gibt. Weil auch wenn wir versuchen, die Fahrzeugübergabe sehr detailreich zu gestalten, ist das natürlich so viel Neues, dass dann oft nochmal Nachfragen kommen. Und wenn man dann einfach vor Ort ist, dann kann man das mal eben machen.
Und die Heizung geht wieder. Und die Heizung läuft, ja. Ja, jetzt wo es warm ist, hat die Liontron nämlich wieder freigeschaltet. Genau. Gibt es auch mit Arktik-Paket. Erstmal vielen Dank dir, Adrian. Ja. Bis zum nächsten Mal und geht auf monstervan.de und da findet ihr alle Infos. Tschüss.